Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Und ich bin der Sashi und das hier ist Putzfenster, hat man früher auch zu ihm gesagt. Ja, warum hat man das zu ihm gesagt? Weil er dem Schauspieler Bud Spencer ähnlich gesehen hat. So ein bisschen. Ja, dem jungen Bud Spencer? Ja, vielleicht. Ich glaube, dass die Person, von der das kam, du kennst sie, ja, die hat es zurück Schluss gefolgert auf meine Augen, der vom Bud Spencer. Die Augen sind ja immer so ein bisschen geschlossen. Ja. Das sind meine auch. Putzfenster! Ja, hier bei uns im Studio. Heute am 13. September. Und am 13. September haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind. Und das berühmte Geburtstagskind ist Thomas Müller. Ach du liebe Gott. Ja, Thomas Müller hat heute Geburtstag und der ist ja zigfacher Nationalspieler und hat ja 5 Millionen Tore bei der WM geschossen und sowas. Also der ist richtig geil. Gegen Brasilien unvergleichlich. Ja, 2014 gegen Brasilien. Weltklasse. Ja, hast du gesehen? Ach. Natürlich hast du gesehen. Ein Orgasmus im Gesamten. Das gesamte Spiel. 90 Minuten. Orgasmus. Ja. Das kann man so sagen. Für einen Fußballer? Ja, sagen wir 70. Unbeschreiblich. Sagen wir 70, ja? Ja, okay. 70. Der Rest war ja nur so Larifari irgendwie, genau. Ja. Aber am 13. September ist auch noch was passiert. Ja. Und zwar 1973 gab es einen Militärputsch am 11. September, wie gesagt. Am 13. September. Am 13. September gab es einen Militärputsch in Chile. General Pinochet, wir sehen ihn hier, hat die Macht ergriffen und mit Hilfe der Militärjunta quasi die Regierung abgelöst und hat das Land diktatorisch regiert. Das hat sich hinausgezögert bis 1990. Also doch eine lange Zeit. Ach so, okay. Also das war die ganze Zeit da. Ja. Ja. Aber heute haben wir noch ein Geburtstagskind. Okay. Noch ein ganz berühmtes Geburtstagskind. Sowas von berühmt. Berühmter als Michael Jackson, Sammy Davis Jr., Elvis Presley und Brad Pitt gemeinsam. Sieht auch doppelt so gut aus wie Brad Pitt. Ja, der Papst. Ja. Der Papst, ja genau. Ja, so ähnlich, ja. Der Papst ist es nicht, sondern der Pujan hat heute Geburtstag. Hey, der Pujan. Pujan, 13. September hat der Pujan Geburtstag. Ich sage, Happy Birthday. Ja, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Ja, ich komme nachher vorbei, Pujan, und dann trinken wir einen. Lass dich feiern, ja, feier dich. Pujan, genau. Hast du noch irgendwas vom 13. September auf der Pfanne? Am 13. September habe ich den ersten künstlichen Flugkörper, zwar 1959, haben die Russen den Lunik 2 als Raumsonde auf den Mond geschickt. Das war am 13. September? Ja. Alles am 13. September, die wichtigste Erkenntnis am 13. September ist, ja. Pujan hat Geburtstag. Genau. Ja, das ist das Wichtige für mich kurzfristig, weil dann kriege ich nämlich Freibier. Ja. Mal schauen, ob ich mich daran hängen kann irgendwie. Ja. Ich sag bis dahin, Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen.